Ja, das Pflegesystem in Deutschland ist krank. Und deshalb sind wir hier und möchten auf diese Schande hinweisen. Deshalb diese Wall of Shame, auf der unsere Forderungen stehen. Und unsere Forderungen sind, dass wir mindestens 100.000 Pflegestellen mehr brauchen, dass keine Pflege im Minutentakt stattfindet, dass die Pfleger Zeit haben, auf die Patienten einzugehen. Die Pflege und der ärztliche Dienst, das sind Dinge, die Hand in Hand laufen, die auf Augenhöhe passieren müssen. Und die Pfleger haben keine Zeit, sich um den Patienten zu kümmern. Die Stellen sind chronisch unterbesetzt. Das bedeutet, dass eine Pflegerin wirklich beim Patienten ist und kaum Zeit hat, 2, 3 Worte mit ihm zu sprechen. Das führt auch zu einer ganz großen Frustration der Menschen, die in der Pflege arbeiten. Und das bedeutet, dass die ausgelaugt sind, Burnout haben. Und es gibt von Verdi eine Untersuchung, die sagt, dass gerade Menschen in der Pflege besonders viel auch krank zur Arbeit gehen. Weil die Pflege ist natürlich auch ein Beruf, in dem Menschen anderen Menschen helfen möchten. Und es ist weder die Bezahlung in der Pflege, noch die Arbeitsbedingungen, noch später die Perspektive ist so, dass die Menschen gerne in diesem Beruf, der eigentlich ein wunderbarer Beruf ist, arbeiten. Wir müssen endlich die Pflege von der Ökonomie entkoppeln. Es geht hier um Menschen und nicht um Ökonomie. Die Zahlen dürfen hier nicht die Priorität haben. Und es gehört in öffentliche Hand. Es darf nicht weiter privatisiert werden. Wenn wir uns die Altenpflege angucken, da ist der größte Teil der Altenpflegeeinrichtungen läuft privat oder ist in kirchlicher Hand. Und wie da die Arbeitsbedingungen zum Teil und die Tarifverträge aussehen, da brauchen wir auch nicht weiter drüber zu reden. In Ulm haben wir jetzt ein Bündnis für Pflege gegründet, was sehr wichtig ist, denn dort sind Menschen aus Pflegeberufen, Menschen aus ärztlichen Berufen, aus Altenpflegeeinrichtungen sind hier drin, um gemeinsam wirklich eine Stimme, der Pflege eine Stimme geben zu können und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und ich hoffe, dass sich sehr viele Menschen diesem Appell anschließen, weil es geht um unsere Gesundheit, es geht um unsere Pflege. Und die steht auf dem Spiel. Erstmal weg von der Fallpauschale, dann 100.000 Pflegestellen mehr, dann ein klarer Personal- und Pflegeschlüssel und einfach bessere Arbeitsbedingungen. Und natürlich auch, wir unterstützen die Forderungen von Verdi, die in der jetzigen Tarifrunde.